Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage. Auch bei mir in meinem Tesla Model S ist inzwischen das Holiday Update von Tesla eingetroffen. Darauf haben ja viele Leute lange irgendwie hingefiebert und jedes noch so skurrile Feature wird da gefeiert von vielen Tesla-Leuten. Man könnte sie auch Fanboys nennen. Ja, ich fahre ja auch Tesla. Wir fahren sogar zwei Tesla bei uns zu Hause. Meine Frau das Model Y und ich das Model S Long Range 2023. Ich möchte euch jetzt auch gar nicht alle Features oder Gadgets oder sonstigen Neuerungen, die das Update hier liefert, irgendwie runterbeten und euch alles explizit zeigen, was euch vielleicht gar nicht interessiert. Nein, ich konzentriere mich heute mal auf das Update, auf das die meisten Leute sehnsüchtig gewartet haben, zumindest die, die keine Ultraschallsensoren mehr haben. Und dazu gehöre ich mit meinem Model S ja auch. Und bei der Kiste, 5 Meter lang, ist das natürlich schon sehr, sehr kritisch. Übrigens das Wetter heute mal wieder völlig unterirdisch, aber gut, es regnet. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hier zeigen, was dieses Einparkhilfen-Upgrade mit meinem Model S jetzt gemacht hat. Es gab ja schon mal ein Video, wo ich die erste Version des Tesla Vision bekommen habe, gleich kurz nach der Auslieferung im Mai. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und seitdem war ich doch relativ unzufrieden, denn ihr habt das ja mittlerweile alle mitbekommen, die ihr euch dafür interessiert, dass dieses Tesla Vision mehr so ein Schätzeisen war. Ne? Also Ultraschallsensoren konnte es nun eigentlich beim besten Willen nicht ersetzen. So, und jetzt dieses High-Fidelity-Parking-Upgrade oder wie auch immer sich das nennt. Ja, was bringt es jetzt bei meinem Model S? Also ich zeige euch das einfach mal, wie sich das jetzt verhält, wie das jetzt aussieht. Und dann können wir mal zusammen darüber reden, ob es jetzt wirklich eine Verbesserung ist oder nicht. Seid gespannt. Der erste große Unterschied zwischen Model Y und Model S ist ja der, dass ich hier zwar ein riesiges Zentraldisplay habe, aber eben nicht nur. Ich habe ja auch ein Tachodisplay. Und das finde ich tatsächlich für so ein Auto doch sehr, sehr angenehm. Nicht, dass ich das im Model Y jetzt unbedingt vermissen würde, aber hier im Model S, da finde ich das schon richtig klasse, das zu haben. Und da kann ich aber nicht touchen. Das ist kein Touch-Display. Das heißt, das, was man im Model 3 und Model Y kann, dass man hier auf dem Display die gesamte High-Fidelity-Ansicht, diese 3D-Ansicht, die Tesla jetzt hier mitliefert, dass man die drehen kann in allen Richtungen, das habe ich hier nicht. Das ist schon mal ein großer Nachteil. Ja, mal sehen, ob es trotzdem funktioniert. Das Erste, was Tesla gemacht hat, ist zu sagen, diese Zentimeterangaben, die vorher bei Vision Only angezeigt wurden, die stimmten sowieso nicht, deswegen lassen wir sie einfach mal komplett weg. Man kann sie auch nicht wieder hervorholen, keine Einstellungssache, sie sind einfach weg. Das Einzige, was man hier jetzt noch einstellen könnte, wäre diese Piep- und Warntöne komplett auszuschalten und nur über diese Ansicht zu gehen. Ja, das gefällt mir da tatsächlich überhaupt nicht. Das heißt, diese Pieptöne, die halte ich für essentiell. Warum? Das zeige ich euch nämlich gleich. Gut, dass die Zentimeterangaben nicht da sind. Wenn sie eh nicht gestimmt haben, ist nur konsequent, sie wegzulassen, weil man sich darauf eh nicht verlassen konnte. Deswegen macht es eh keinen Sinn, die anzuzeigen. So, und was sehen wir jetzt hier auf dem Display? Also ganz ehrlich, Leute, diese 3D-Ansicht, das ist ja fast schon so ein bisschen wie ein Ultraschallbild. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Und ob ihr euch daran erinnert, wie es war, als ihr mit eurer Frau mal beim Frauenarzt wart. Sie war vielleicht gerade frisch schwanger und es wurde ein Ultraschall gemacht von eurem Nachwuchs. Ja, so ein bisschen sieht diese komische 3D-Ansicht hier auch irgendwie aus. Fast wie so ein Ultraschallbild. Aber nicht mit Sensoren, sondern mit Kameras. Und da kommen wir gleich zum ersten Punkt, was die Optik angeht. Also viele Leute, die so Tesla-Videos jetzt gezeigt haben auf YouTube mit diesem neuen Update, die sind ja geradezu euphorisch, wie geil das ist. Vor allem, wenn man das hier auf dem Display drehen kann. Zugegeben, das mit dem Drehen ist natürlich schon cool. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich schon Kameras habe, ja, warum muss ich so ein, ich sag's wie es ist, für mich, Bild auf den Monitor tun, wo ich irgendwelche wabernden Knetgummi-Ultraschall-unscharfe graue Flächen habe. Ganz ehrlich, Optik absolute 6. Das gefällt mir von der Optik her überhaupt nicht. Wenn ich hier schon Kamerabild habe, warum rechne ich das nicht so um, dass ich hier ja quasi eine realitätsnahe Kameraoptik habe, so wie es andere Autos auch machen mit ihrer 3D-Einparkhilfe. Ich meine,
Also ehrlich gesagt, ich finde es grottenhässlich. Aber gut, Optik ist die eine Sache, Funktionalität die andere und vielleicht wird es ja noch fotorealistischer mit der Zeit. Werden wir sehen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das ganze System verhält, wenn ich in meine Garage reinfahre. Früher war es ja so mit diesen Zentimeterangaben und meiner Garagenwand, das haute überhaupt nicht hin, sodass ich quasi per Auge eingeparkt habe. Also mein Augenmaß habe ich dazu verwendet, um den Wagen hier in die Garage zu kriegen. Und ich muss sagen, die Garage ist eben nicht so lang, dass der Wagen hier wirklich möglichst nah an die Wand muss. Sonst geht nämlich das Garagentor nicht richtig zu. Und deswegen muss man da schon Zentimeter genau einparken können. Und das versuchen wir jetzt mal. So, ich fahre jetzt in die Garage. Man sieht hier schön das 3D-Bild auf dem Bildschirm hier und die Wände sind so ein bisschen gelb. Jetzt komme ich langsam zur Wand. Jetzt hat er das erste Mal geplinkt, jetzt hat er nochmal geplinkt. Die Wand wird langsam rot, aber er blinkt noch. So, jetzt hat er zweimal gepiept und dieses zweimalige Piepen, das ist für mich jetzt mit diesem neuen System das Signal, jetzt muss ich spätestens anhalten. Das Stopp-Zeichen hier, das kam schon früher. Auch dieser Rotton war schon früher da. Er wurde jetzt die letzten Zentimeter noch ein bisschen intensiver. Aber das zweimalige Piepen, das ist es jetzt. Also ich habe das System jetzt schon seit 2 Tagen und schon öfter ausprobiert. Daher weiß ich, das zweimalige Piepen, das ist für mich das Signal. Jetzt bist du 5 bis 10 Zentimeter vom Hindernis entfernt, jetzt aber spätestens bremsen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie nah ich jetzt an der Wand bin. Ihr seht, es passt wirklich extrem gut. Es sind noch so 2 Zentimeter Luft, weil er zweimal gepiept hat. Ich hätte auch schon beim ersten Piepen anhalten können, dann wären es so 5 bis 10 Zentimeter gewesen. Und das Gute ist, das ist nämlich reproduzierbar. Das habe ich jetzt eigentlich schon 10, 15 Mal gemacht mit dieser Garage. Und es ist jedes Mal perfekt. Also beim Piepen weiß ich, ich muss spätestens beim zweiten Piepen aber sowas von bremsen. Und dann bin ich immer 5 bis maximal 10 Zentimeter von der Wand entfernt. Also so kann ich zumindest, was mein Garagentor angeht, damit arbeiten. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das rückwärts funktioniert. Da haben wir natürlich hier die Kamera, da hätte ich es eh nie gebraucht. Aber trotzdem wollen wir mal schauen, wie es rückwärts aussieht. Dann sehen wir hier natürlich das Kamerabild. Und hinter mir ist eine Hecke, wenn ich gerade rückwärts rausfahre aus der Garage. Da fahre ich jetzt mal hin und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, die Hecke kommt näher, ihr seht es. So, jetzt hat er gepiept. Er sagt hier auch Stopp. Ich gucke mal eben nach, wie weit wir entfernt sind. Also auch hier relativ gut auf 5 bis 10 cm an die Blätter ran. Also das hat jetzt wirklich super gut geklappt. Auch das ist reproduzierbar. Von daher bin ich, was Vorwärtsfahren und Rückwärtsfahren angeht, beim Einparken schon ziemlich zufrieden. Das klappt also richtig gut, auch wenn die Zentimeterangaben fehlen. Aber ich orientiere mich jetzt an diesen roten Farben und am Piepen. Also diese akustischen Signale, für mich sind sie essentiell. Jetzt wäre noch die Frage, erkennt er eigentlich Hindernisse auf der Fahrbahn? Also keine Ahnung, ein Karton, ein Poller. Das will ich jetzt auch noch mal ausprobieren. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal mit einem Hindernis vor dem Auto aus. Das sind nämlich jetzt Kartons, die ich dahingestellt habe. Mal sehen, was diese Einparkhilfe dazu sagt. Fahren wir jetzt mal ganz langsam darauf zu. Ja, die tauchen einfach nicht auf. Ich würde mal sagen, total versagen. Ja, das mit den ersten beiden Kisten hat überhaupt nicht geklappt. Jetzt habe ich die Kisten mal hochkant gestellt. Mal sehen, was das Auto dazu sagt. Ob die überhaupt irgendwie gesehen werden, das wäre jetzt ja quasi ein Poller. Null. Keine Anzeige. Und jetzt bin ich dran. Also Leute, ich würde sagen, das ist auch in diesem Fall ein Totalversagen. Ein Stahlträger wie hier auf dem Kaufhausparkplatz hat er dann doch erkannt. Allerdings ist der Abstand, naja, auch nicht wirklich genau gewesen. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit schaltet dann die normale Ansicht auch zu dieser 3D-Version und dann sieht man ganz gut an der Ampel, ob man vielleicht zu dicht aufgefahren ist. Wenn man dann weiterfährt, dann schaltet das wieder um auf die normale Ansicht im Display. Und auf einem Parkplatz kann man doch relativ gut erkennen, ob man vielleicht zu dicht aufgefahren ist. Und diese Entfernung ist tatsächlich ziemlich genau und vor allem eben auch reproduzierbar. Das ist schon mal ganz gut. So Leute, ihr habt gesehen, wo hier die Stärken und Schwächen des Systems liegen. Also die Stärken ganz klar in Wänden oder großen Gegenständen vor dem Auto. Also Poller oder Kisten oder Hindernisse vor dem Fahrzeug. Da muss man sich einfach auch jetzt noch komplett auf die Augen verlassen. Das ist richtig schade. Auch diese quick and dirty gerenderte 3D-Ansicht, die so aussieht wie so ein Ultraschallbild irgendwie bei der Schwangerschaftsuntersuchung. Also ehrlich gesagt, ich finde das völlig daneben.
Vielleicht wird es ja noch mal besser, vielleicht wird es ja irgendwie irgendwann fotorealistischer. Also mich haben ja schon diese komischen krummen Linien von Tesla Vision aufgeregt. Und das da optisch, also das ist eigentlich diesem Auto, was an sich ein super geiles Interface hat, überhaupt nicht würdig. Und ich verstehe es nicht, warum sie das nicht fotorealistisch gemacht haben. Sie haben doch Live-Kamerabilder. Warum rendern sie nicht die Live-Bilder da rein? Das wäre doch mal eine Maßnahme und wäre viel besser. Naja gut, dass man hier im Model S das Ganze nicht drehen kann, also dass es nicht wirklich 3D ist, das ist auch schade. Dann hätten sie das Ganze hier auf das Zentraldisplay verlegen müssen. Das haben sie jetzt auch noch nicht gemacht. So dass ich sagen muss, ich bin einerseits froh, dass ich jetzt zumindest wieder auf einen Zentimeter genau in die Garage einparken kann oder in Parklücken komme, zumindest einigermaßen. Besser als vorher, muss ich zugeben, aber auch nur, wenn man sich darauf einlässt, diese Töne zu beachten und diese Farbgebung hier mit den Rottönen, das ist auch so grenzwertig. Da kann man nicht so genau entscheiden, bin ich jetzt noch 30 cm oder 10 cm weg vom Hindernis. In jedem Fall ist klar, wenn man sich auf das System verlässt, ist es doch relativ unwahrscheinlich, dass man mit dem Auto irgendwo anstößt. Genauso unwahrscheinlich ist es aber auch, dass man in ganz enge Parklücken ohne Probleme reinkommt. Ist es also eine Verbesserung? Ja, prinzipiell ist es eine Verbesserung. Nein, optisch absolut Desaster, würde ich mal sagen. Auch hat das System weiterhin Schwächen. Und da darf man gespannt sein, wann das denn mal wirklich richtig gut funktioniert. So ist es auch nur wieder so ein evolutionärer Zwischenschritt, der relativ mit großem Bohai irgendwie angekündigt wurde, aber nicht das genau hält, was er wirklich verspricht. Zumindest nicht in meinem Model S hier. Was ich aber auch noch festgestellt habe bei diesem Holiday Update, ist, dass zumindest subjektiv jetzt, es hat ja die letzten Tage hier nur geregnet, jetzt ist gerade mal wieder ein bisschen sonniger, dass die Scheibenwischerautomatik zuverlässiger und besser funktioniert hat. Also zum Beispiel die letzten drei Tage hatte ich, zwei Tage habe ich das Update erst, die letzten zwei Tage hatte ich mit der Scheibenwischerautomatik tatsächlich null Probleme, selber bei Sprühregen. Das kann jetzt auch wieder ein Zufallstreffer sein, subjektiv, das muss man langfristig abwarten, aber zumindest im Moment fühlt es sich besser an. Was auch noch schön war bei diesem Holiday-Update, ist dieser Totwinkelassistent mit dem eingeblendeten Kamerabild, dass man dann links oder rechts, je nachdem, wo das Auto im toten Winkel an einem vorbeifährt, so einen roten Farbbalken sieht. Das finde ich auch noch eine gute Unterstützung, sehr sinnvolles Feature, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber der Rest vom Update, ehrlich gesagt, kann ich darauf verzichten. Und in Deutschland haben wir ja auch leider keine Blitzeranzeige. In Österreich gibt es sie, in Deutschland ist es verboten. Wir wissen ja, hier in Deutschland ist sehr viel verboten, was woanders erlaubt ist. Also naja, was soll ich dazu sagen? Können wir davon auch nicht profitieren? Hätte ich auch gern gehabt. Und das Witzige ist, in meiner alten Renault Zoe von 2015, in dessen Navi, da wurden feste Blitzer angezeigt. Und oh Wunder, sie war in Deutschland zugelassen. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja auch einen Tesla und habt jetzt dieses High-Fidelity-Parking. Wie findet ihr das? Seid ihr schwer beeindruckt oder schwer enttäuscht oder irgendwas dazwischen? Schreibt mir es in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch weiter frohe Feiertage und noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Kommt gut rein ins Jahr 2024. Dann sehen wir uns im Januar wieder mit dem nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.